Was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu Resident Evil Guide. Ihr habt gedacht, wir machen hier nicht weiter, aber Pustekuchen. Habt ihr fast recht gehabt. Wir saßen gerade ungelogen eine halbe Stunde dran an der Scheiße hier und das Spiel ist viel zu laut wieder. Lass mich mal gerade das gerade ganz kurz ein bisschen regeln. Das war vorhin irgendwie nicht so. Ich genieße so die Stille gerade. Ja, ist irgendwie echt schwul. So. So, wunderbar. Wir haben eine halbe Stunde rumgesucht, wo wir mit diesem beschissenen Operator-Pass hin können, den wir ja noch aus der letzten Folge haben. Das war's nicht. Und zwar öffnet der, meine lieben Damen und Herren, den Zugang, kann man Computer zugreifen. So, wir haben den gesamten dritten Stock untersucht und ich habe es nirgendwo gefunden. Dann ist mir aufgefallen, dass die Räume, wo man hin müssen, in Rot markieren. Es ist im vierten Stock. Spoiler, ich weiß nicht, ob es der Computerraum ist, aber schauen wir gleich mal nach. Du wolltest was sagen? Die Spannung ist zum Zerreißen. Ja, ist so. Ich weiß gar nicht, was in dem Raum ist, weil ich gerade voll nicht nachgeschaut habe schon, um zu gucken, ob ich die Computerkarte benutzen kann. Falls wir übrigens... Ja? Ich erfreue mich währenddessen an Barrys Bart, der aussieht wie ein Bandana, was er sich um den Kopf geschnallt hat. Man muss aber sagen, die Laufanimation ist relativ smooth, wenn ich ehrlich bin. Das sind schicke 5 Frames, ja? Ja, ist so. Und da ich das Spiel komplett legit gerade auf meinem Gameboy zocke, kann ich auch sowas hier machen. Bringt mir nur nichts, weil das 16-fache... Du bist schon so ein Timelord. Das ist 16-fache Beschleunigung und ich bin voll in die falsche Richtung gelaufen, ich voll Idiot. An die Wanne, meine Damen und Herren. Ja, vielen Dank, danke, danke. Oh, da komme ich vorbei. Machen wir ein bisschen schneller hier. Boah, oben lang. Boah, dass erstmal immer 10 Frames droppen müssen, wenn der Gegner vorbei ist und die Musik komplett aussetzt. Dieses... kommt so dann die Musik komplett wieder reinkattet. Und zwar gefühlt wieder vom Anfang. Hier. Ist schon schwer, so ein Spiel für so ein PC. Ja, ist so. Ich glaube, dass die Gameboy-Version genauso toll ist. So, ich glaube, ich kann unten lang. Nee, das ist irgendwie... Ich weiß noch, wo ich damals Pokémon Gold, Hard Gold emulieren wollte. Das geht einfach nicht. Okay, sie hat ein Item, was ich eigentlich haben möchte. Was sagen denn unsere... Probier mal, auf sie zu zielen. Ja, warte. Nehme ich die Pumpgun? Ich nehme, glaube ich, erstmal ein Sturmgewehr. Vielleicht hat sie Pistolenmunition. Da kann ich ein bisschen sparen. So. Zieh mal auf sie. Und dann drück mal ab, wenn du über ihr bist, irgendwie. Nun ja, ich drücke alle Tasten, die ich hier drücken kann. Ah. Ja, komisch. Ist nicht viel. Ja, ich kill sie einfach Video, mal eben. In dem Video sah das einfacher aus. Ja, definitiv. Sie hat ein Item. Ah, scheiß drauf. Ist ja immer nur ein Kraut. Ist so. Hier sind viel zu viele Mädels, die hier rumlaufen, ey. Komm ich gar nicht drauf klar. Geh mal weg hier! Die hat auch ein Item. Ja, dich nehmen wir mal. Du, 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 du. Boom, Headshot! Geil. Schwere Schäden. Geil. Nehme ich. Ja. Das war's ja fast wert. Ah, ist ja nur eine Sturmgewehrkugel, hör mal. Was liegen die eigentlich alle so rum? Die sehen doch nicht mal gebissen aus. Die sehen einfach aus, wenn sie eingeschlafen werden im Rausch. Ich frag mich auch, wer die Löcher hier ins Schiff geknabbert hat. Ja, ja. Oh, ein Zombie. Genau den Raum meinte ich die ganze Zeit. Der hat auch was. Ja, ja, aber hier kann ich die Karte nicht benutzen. Also wir können es gleich gerne mal testen. Zumindest habe ich es vorher nicht gekonnt. Ah, ist das nicht der Raum, wo du hin wolltest? Ja, hier mussten wir auf jeden Fall hin. Oh, grüne Kräuter. Oh, ist das schön. So, und hier können wir jetzt irgendwas drücken. Von daher bereite dich drauf vor, vorzulesen. Oh. Wer liest Leon nochmal? Du, ne? Du. Ja, stimmt, ich liest Leon, du liest Barry, genau. Da sind... Es will wohl zum Oberdeck. Macht doch. Das macht doch keinen Sinn. Katze liegt vor dem Bildschirm. Soweit wir wissen, hat das Ding jeden an Bord ausgeschaltet. Es sind Sint! Warum tötet es da nicht Sint das Mädchen? Das ist nicht dein Ernst, Sint. Ich weiß, dass du denkst, dass sie das Monster ist. Aber warum macht sie dann dieses Ding nicht einfach fertig? Das stimmt schon, aber... Ich liebe es einfach, wie Barrys Gesicht voll geil aussieht und das von einfach von hingematscht wurde vom Praktikanten, ey. Oh, ich habe meinen Akzent vergessen. Sieh mal! Wenn du dir über ihre Gabe Sorgen machst, darüber weiß ich Bescheid. Woher? Bevor du an Bord gekommen bist, konnte ich mich eine Weile mit ihr unterhalten. Vor 2 Jahren wurde sie aus einem Waisenheim adoptiert. Okay, cool. Background-Story-Gespräch. Exponition. Ist so. Sie sagt, dass sie seitdem ein Klingeln in den Ohren hat. Das nennt sich Tinnitus. Ein Klingeln. Ja, anscheinend hat sie einen enormen Hörsinn.
Ganz zu schweigen von ihren anderen Sinnen. Sie hat mir auch erzählt, dass ihre Wunden schneller heilen als die anderer. Ihre Gaben haben sie sogar bei den anderen Kindern unbeliebt gemacht. Sie haben sie nicht angenommen, weil sie anders ist. So sad. Ja? Weil sie Sinn sind. Ja, sie sagt, dass es so schlimm wurde, dass ihre Adoptiveltern sie zu Verwandten nach Europa schicken wollten. Deshalb ist sie auf dem Schiff. Ich habe es gelesen, dass sie ihre Adoptiveltern zur Vergewaltigung schicken wollten. Du bist anders, Zeit vergewaltigt zu werden! Was für eine Scheiße, ey. Und nicht, weil sie aus dem Umbrella-Lambo ausgebrochen ist. Das klingelt, das klingt alles nicht sehr überzeugend. Nicht seht überzeugend. Boah, Translation, ey! Das war der Google-Übersetzer, ey. Ist so. Gott, warum versuche ich es überhaupt? Barry ist voll Gott. Der Hurensohn in dem Spiel. Gott, Leon, warum siehst du aus wie ein 50-Jähriger? Da fällt Barry Geheimratsecken bis zum Mond. Kannst du nicht wenigstens von ihrer Unschuld ausgehen, bis du sie, für schuldig, was? Das Monster auf dem Weg zum Oberdeck ist ein größeres Problem. Leon, die alte Sau, der weiß schon, wie alles überholt. Ist so. Ich hab das Spiel schon durchgespielt, Walkthrough gelesen, hier, als Maul. Wenn wir das Ding fertig machen und gleichzeitig das Mädchen retten können, wo ist das Problem? Na komm, wir haben schon genug Zeit verschwendet, los! Hast du meinen Dirty Joke gerade nicht verstanden? Unschuld. Ja, ja. So, hier können wir jetzt absolut nichts mehr machen. Ich kann auch versuchen, die Computerkarte zu benutzen, aber... Nee, ich auf jeden Fall nicht das Sturmgewehr. Nein. Nein. Ja. Unbenutzbar. So sad. Wir haben auch noch einen Semtex. Okay, wir sehen uns im nächsten Part von Resident Evil Guide. Ist so. So, ich muss die Pumpgun mal eben... Warte, wie mache ich das? So. Leon kriegt die Pumpe und jo, Barry fun. Kriegt das Sturmgewehr. So. Jetzt ganz müsste ein Speicherpunkt kommen. Ganz viel Fun, Mann, mit der Pumpgun. Nehmen wir einfach mal Speicherpunkt 1. So, und wie meine schlaue Karte mir jetzt verrät, müssen wir in den zweiten Stock nach rechts. Das weiß Boah. Ich, weil ich übersinnliche Kräfte habe. Weil? Weil ich auch nicht geschaut habe, ob das wirklich funktioniert, weil Chris das wollte. Und ich gesagt habe, Alter, ich laufe doch jetzt nicht den ganzen Weg bis zum zweiten Stock und hab's dann doch gemacht. Aber ab da weiß ich nur, dass ein Bossfight kommt und das war's im Endeffekt, weil ich da voll verrotzt bin, ey. Ich lache ja, wenn danach nichts mehr rot ist. Das wäre ein bisschen... Ja, komm auch noch zur Party da oben, ey. So, tschüss. What? Achso. Ja, ja, ich wollte das Item haben, was sie hat. Was hat sie denn? Hat Leon jetzt mitgeschossen? Nee. Aber ich habe Pistolenkugeln, das ist gut. Die benutze ich, sobald ich den Boss mit dem Sturmgewehr umgemäht habe. Best Game ever. Boah, diese Mucke, ey. Übrigens, jetzt nochmal an die ganzen treuen Resi-Zuschauer. Vielen Dank übrigens, dass ihr in meinem Livestream gewesen seid. Das ist so gefühlt jetzt 3 Äonen her. Aber ich wollte es auch nochmal erwähnen, weil das ziemlich... Dafür ist er mittlerweile auch hochgeladen. Nochmal, auf YouTube. Auf Twitch könnt ihr ihn sowieso auch angucken, in Originalqualität. Ja, ja, ja. Aber so habe ich auch nochmal die Kommentare reingeblendet, was voll die Arbeit war, ohne Scheiß. Da muss ich jetzt gerade mal so ein bisschen hinter die Kulissen euch mal blicken lassen, weil das richtige Rotzkacke war. Weil man kriegt ja einen Pfeil von Twitch und er nimmt auch selber auf dem Rechner auf und nichts davon hat auch nur ansatzweise funktioniert. Denn Camtasia, mein Schneidprogramm, hat immer einen Fehler rausgeworfen und irgendwann ist mir ein bisschen der Arsch geplatzt. Ich hab, ohne Scheiß, du kannst, wenn ihr ein Twitch-Video macht von 4-5 Stunden, könnt ihr das als ein Stück auf YouTube senden. Ich hab's runtergeladen, reingetan, lief nicht. Oder man kann es in 15 Minuten Parts hochladen. Das heißt, ich habe alle 26 Parts, oder wie viel das waren, per Hand runtergeladen und eingefügt. Das war so ein Haufen Arbeit. Das ist der Wahnsinn gewesen. So. Da musste der Junge mal 30 Minuten in ein Video investieren. Ja, ist so. Ey, wo kommen wir denn da hin, Alter? Schon schrecklich. Oh, hör auf. I can't be bothered. Okay, Zeit für den Bossfight. Seid ihr bereit? Bist du bereit? Bin ich überhaupt bereit? Okay. Willst du jetzt noch an die Schulter geklopft werden? So ein bisschen. Stehen bleiben! Keiner Schritt weiter! Kein Schritt weiter! Setz das Mädchen ab sofort, weil man mit denen auch verhandeln kann. Oh, das hat ja gut geklappt. Dann machen wir ein bisschen Damage hier. Weil der macht ordentlich Damage jetzt. Glaube ich dir, wenn das hier nicht... Ja. Oh. Was war das für ein weak Spot? Lucia! Boah, wie scheiße er von hinten aussieht, ey. Leon, du lebst! Warst du das nicht? Nein, du warst das. Irgendwie wusste ich, dass du es schaffen würdest! Einer muss es vorlesen.
Ja, du warst das, weil ich Barry war. Okay, boah, voll die Animation, Alter. Ich kann es kaum glauben, dieses Ding kann nicht aufgehalten werden. Das kann nicht aufgehalten werden. Das sieht ein bisschen eklig aus, wie das da so rausspritzt, ey. Los, wir verschwinden von hier. Los, los, jetzt, sind. Ach, könnte ich nochmal gegen ihn kämpfen jetzt? Ja, aber musst du nicht. Geh weg! Der kann nicht durch die Tür. Ja, er ist doof! Ja? Kannst du mal auf deine schlaue Karte gucken? Während der Tyrant einfach da sitzt. Oh, ich würde ihn so gern umbringen, wenn ich durch die Tür könnte! Oh, wir müssen in den Gang. Und zwar da oben in den Gang. Kann ich vielleicht hier durch die Tür? Ja, bestimmt. Wow, wo kommst du denn her? Spawnt er da einfach vor meiner Nase. Komm mal hier hoch. Ich kann da nicht vorbeilaufen. Hm? Teleporting Skills, Mann. Ist so, ey. Spawnt einfach mal direkt vor meiner Nase. Ey, gut, dass ich Reaktionen hab. Wir müssen herausfinden, was hier passiert. Das letzte, was ich gehört habe, ist, dass Teile der Mannschaft sich im Kühlraum verstecken. Joa, ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hin müssen. Auf zum Kühlraum mit es. Oh, da kommen wir gar nicht rein. Von hier. Oder kann Yo. Ich... Nee, kann ich natürlich nicht benutzen. Wisst ihr, was du machen musst? Kann ich das Semtech vielleicht benutzen? Obviously not. Nur du musst den anderen Weg nehmen. Durch die Danger Zone! Boah, komm doch mal da durch, Alter. Boah, jetzt komm doch mal hoch! Geh einfach vorbei jetzt, ey. So, ja, er muss da hochgehen, ansonsten kriegt er mich, wenn ich vorbeilaufe. Du die 3 Pistolenschüsse unbedingt sparen musst. Schnell hoch. Er ist weg. Ah. Go figure. Vielleicht liegt hier irgendwas. Warum ist jetzt nichts mehr rot? Nein, wieso ist nichts mehr rot? Ich guck mal gerade. Warte. Der Kühlraum wird ja vermutlich irgendwo unten sein. Ja. Oh, guck mal, U-Boot. Spoiler-Matsch. Boah, ist das lang. War hier nicht ein Gang, wo wir hin mussten? Weil ich hier. Ja, da vorne ist die Tür, aber ich wollte mal gucken, ob vielleicht irgendwo irgendwas Spannendes liegt, aber nee, hier ist nur Scheiße. Und langweiliges Gemäppe, Ah, der Gang ist jetzt nicht mehr angezeigt. Doch, ist er. Das ist hier. Ja, aber nicht auf der Karte. Ja, das war aber. Oh, hier kommen wir auch nicht durch. Wäre vielleicht ein Escape Route gewesen, wenn du nicht einen anderen Weg genommen hättest, der viel einfacher war. Vielleicht war es auch ein Secret-Raum. Vielleicht komme ich ja hier mit dem Semtech rein, ey. Komme ich mit PDA rein? Vielleicht wärst du reingekommen, wenn du ihn zweimal gekillt hättest. Nein, der PDA sagt mir, was ich machen muss. Erkunde. Danke, PDA. 10 von 10. Hilfreichstes Gadget. Für Leute, die das Spiel einmal in 3 Monaten spielen. Ist so. Ich muss mal gerade die Knarre ausrüsten. Dann gebe ich ihr so lange mal das Messer. Kannst du ein bisschen die Fingernägel machen oder was weiß ich, was Frauen mit Messern machen? Die wird da eh gleich wieder entführt. Ja, ist so. Ja, kannst das Messer ruhig behalten. Help! Jetzt spawnt er eh wieder. Ja, jetzt kann er auftauchen oder was? Oh, fick dich, Alter! Ich bin 5 Meter entfernt! Jetzt kommt noch ein zweiter zur Party hier. Was ist da los? Let's kill some people! Ja, ich bin meine Pistolenmunition noch gleich wieder quitt geworden. Guck mal, 2 Headshots und jetzt stirbt noch nicht! 3 Headshots! Fotze, Alter. Jetzt habe ich keine Pistolenmunition mehr, weil der Penner gedacht hat, oh, ich glaube, ich spawn mal ein bisschen besser jetzt. Grrr, Alter. Ich warne dich, Alter. Sagte er, genüsslich schlürfend. Ich gehe jetzt hier lang. Immer einer von uns hat Spaß. Oh, ich kann nicht mehr durch Türen gehen. Because of reasons. Was willst du da drin auch? Eine Abkürzung nehmen, damit ich nicht an dem hier vorbeilaufen muss, der mich kriegt. Ey, guck dir das an! Ja, klar! Mach doch nochmal 5! Boah, ich liebe das ja, wenn die einfach nur ultra sofort ranspawnen. Darf ich jetzt abhauen? Ja, beiß ruhig nochmal ab, kein Thema. Ich hab ja nur perfekt auf Abhauen gedrückt! Kannst du es einfach nicht? Ich glaube auch, ey. Das ist schon so ein bisschen, lutschi, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, guck dir das an, was ist da los? Warum rasten die jetzt so aus? Ich verstehe das nicht. Das sind die Putz-Soldiers. Was gönnst du dir gerade für einen Joghurt, Alter? Wieso,
Aber mein Hintergrund hat sich gerade geändert. Ich habe mich gerade von meinem Spiel abgestürzt. Das... Ey, ohne Witz, der Bosskampf ist in 4 Schüssen erledigt, aber die normalen Zombies fressen mir die Haare vom Arsch. So, wo bin ich denn jetzt hier? Hier, kann ich jetzt hier hoch oder runter? Die rasieren dir die Eier. Ja, hör mal, ey. Krieg ich so ein bisschen Plack am Sack. Gehen wir mal in die erste Etage. Von da aus müssen wir irgendwie da hinkommen. Wenn die jetzt mir sagen, dass ich den U-Boot-Schlüssel, Kühlraumschlüssel brauche, dann schmeiße ich meine Tastatur durch die Wohnung. Oh, natürlich kommen wir hier nicht lang. Mädchen, komm mal hier runter. Komm mal hier runter. Komm. Hör auf zurückzugehen! Ich will dich nicht umbringen müssen. Vor allen Dingen, weil ich auch nicht die Muni dafür habe. Hallo? Du hast doch so viel Pistolenmuni. Ja, noch einen Schuss. Oh. Ja. Wo hast du denn hingeballert, ey? Ja, die fressen ja 4. Guck dir das an. Ich komm hier. Oh! Weißt du? Es ist so schrecklich, ey. Kannst du mal noch escapen? Ja, oder machst einen Headshot. Ja, jetzt bin ich aber leider out of bullets. Ich glaube, ich nehme jetzt einfach das Messer, ey. Ist mir doch egal. Oh, guck mal. Kannst du ja erst benutzen, wenn sie dran sind. Guck mal, ich will das Messer mit Barry auswählen, ne? So, jo. Lucia hat das Messer. Und wenn ich jetzt auf wählen gehe, was würde ein schlauer Entwickler sagen? Okay, dann tausche mal die beiden Waffen zwischen den beiden. Oh, ist schon gewählt. Ich muss erst zu Lucia, muss das Messer abwählen gehen, zu Barry und es aussuchen. Bestes Design. Boah, 10 von 10 Programm, ey. Wieso? Ja, klar. Ja, muss ich halt kämpfen. Du kriegst jetzt einen Messer-Headshot, ey. Oh, nice. So good. 6 Hits. Ja. Ist halt nur ein Messer. Ja, ja. Ist genauso wertlos wie den anderen Resident Evils, ey. Naja, bei... Wo war denn das? Bei Code Veronica, da ging es gut ab. Da haben sie irgendwie so einen 200er Damage-Bonus aufs Messer gelegt, warum auch immer. Ja, da macht's aber auch Spaß mit dem Messer, mal Sachen auszuprobieren, ey. So, hier waren wir noch nicht, wie ich gerade der Karte entnehme. Das könnte die Launch sein, von der ich gelesen habe. Oh, hier lag ein Secret grünes Kraut. Crazy. So. Hämmer einfach immer auf die Buttons. Ja, ja, nee, hier ist so ein grüner Pfeil aufgetaucht. Ist hier irgendwas Tolles? Nö. Erkunden wir erstmal das Restaurant. Garçon! Eine Pulle von dem Guten, bitte. Boah. Weißt du, ich stell mir so vor, da hat irgend so ein Programmierer so sein komplettes Herz ausgeschüttet, hier das alles voll schön designt und dann ist hier im Raum einfach gar nichts. Und denkst du so, was für ein Pissraum ist das hier? Du hörst nur das leise Weinen vom Designer in der Ecke. Oh, noch ein rotes. Holy shit. Ich schwöre, ich finde alle Secrets hier, ey. Hi, alles klar bei euch? Habt ihr irgendwas Feines für mich? Ich würde gern zu der Leiche da. Garçon, warte mal mit meiner Pulle, Junge! Oh. Schiffsküchen im ersten Stock. Läuft. Das klingt fast wie ein wichtiges Item. Bist du jetzt schon im Raum, wo du drin musst? Oder ist das hier nur so ein... Das ist so ein Raum. Ja, hier links geht's lang. Ich wette, es ist abgeschlossen. Wetten? 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 Ja, das war klar. Wetten, ich brauche den Schlüssel jetzt. Ah, du... könnte sein. Tatsache. 10 von 10 Spiele-Design, ne? Aber wir haben ihn gefunden. Koch! Koch! Warum brennt da vorne eine Flamme, Alter? Boah, 5 Frames! Komm schon. Joa. Die Küche sieht ein bisschen scheiße aus und die ganze Flammenanimation killt gerade voll das Spiel, ey. Oh! Jump! Ist so. Ist schon mal gemessert worden, Biatch? Ich messer dich gleich. Oh, der war schön. Boah. Boah, die frisst aber auch, muss nochmal ganz kurz. Immerhin hast du noch genug Heilmittel. Ja, ich habe ein mittleres, ich habe noch 7 schwere, 3 kleine und 2 mittlere anscheinend. Ja, der Raum ist ja nicht so, erpichend. Ah, dafür hast du da auch keine Muni. Was macht denn der Kochtopf hier? Warum kann ich den auswählen? Gute Frage. Und warum ist da ein rotes X? Oder in den Kochtopf kommt die Kühlsicherung. Okay. What? Oder ist das einfach nur scheiße angewählt und das unten ist der Kühlraum und ich muss die Sicherung reinklatschen? Aber auch wenn ich mit dem Rücken dazu stehe, kann ich das tun? Das ist eine Sicherung. Warum liegt hier auf einmal... Hä? What's happening?
Was hat jetzt die Sicherung, was hat denn die Sicherung jetzt gebracht? Ich glaube, pass auf, da unten ist ja der Kühlraum, in den wir rein müssen, so. Und wir hatten gerade eine Kühlraumsicherung. Aber ich stand mit dem Rücken dazu und konnte es trotzdem einsetzen. Ach so, dann geh rein da jetzt so. Ich habe eine Kühlraumsicherung gekocht. Oh, hier ist nicht so geil. Wenn der Endboss kommt, bist du so gefickt, ey. Glaubst du, die hören jemals auf zu schwingen? Der eine ist auf jeden Fall halbiert worden. Ja. So, mal gucken, ob hier unten irgendwas Freshes liegt. Hey, die Stelle habe ich im Walkthrough gesehen. Echt? Wie weit sind wir denn schon? Ich glaube, so die Hälfte. Juhu! Boah, Master of Dodging! Ich gehe mal raus, lass den Raum mal neu spawnen. Die Taktik, die Andi Vanya gerne benutzt. Hey! Haus rein! Irgendein Resident Evil hat er das schon mal gemacht, ich glaube bei Zero. Ja, ja, bei Zero. Um die Points. Boah, da rechts sieht's auch so aus, als wäre nix. Oh! Ja, ohne Kämpfen kommst du ja nie raus. Ja, das Gefühl habe ich auch, ey. Solltest vielleicht mal was anderes nehmen als das Messer. Ich sollte mal lernen können, wie ich Leute wechsle. For Christ's sake. Ich konnte. Ich wollte wechseln, aber ich weiß nicht, welcher Button das ist. for shit's sake. Okay. Wir speedrunnen jetzt einfach. Oh! Es gibt ein Checkpoint-System! Und ich suche mir jetzt erstmal eine richtige Waffe aus, ey. Leon, halt deine Fresse, gib mir jetzt die Pumpgun. Oh, ich muss die Waffe ja wegwählen. Oh, Barry-Waffe anwählen. Jetzt heile ich mich auch nochmal kurz. So. Meine Fresse, ey. So. Boah, dass der aber auch genau in meinen Weg laufen muss, ey. Ja, läuft bei dir. Wieso? Warum? Ich möchte jetzt mal, kann ich ihn, okay, ich habe ihn schon aufgenommen. Warum liegt er einfach nur so da rum? Zweiter Stock Crew-Schlüssel. Der liegt hier. Jo. Fragst du es aber jetzt nicht ernsthaft in einem Resident Evil, oder? Ja, aber er sollte mir auch zumindest einen Hinweis geben nach dem Motto, ey, guck mal, da liegt was und ich sollte nicht einfach nur doof im Raum rumlaufen. Na, da war noch ein grünes Ausrufezeichen. Wenn der aufhören könnte, dauernd auf mich draufzuschlagen, nach 4 Shotgun-Schüssen, ob der Tyrant stirbt nach 5 Sturmgewehrschüssen. What the fuck? Zum Glück gibt's einen Checkpoint. Ohne Checkpoint. Wieso gibt's hier einen Checkpoint? Hey, du hast 5 Schritte gemacht. Checkpoint! Die erkennen einfach dein Skill-Level. Die machen es dir ein bisschen einfacher. Halt deine Fresse. Ah, ich laufe jetzt einfach weg und versuch's einfach mal. Jawohl, ja, komm. Ohne Scheiß, weglaufen hat mich nur ein Sechstel meiner Energie gekostet.